Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Auroras Sternenmagie. Heute am Sonntag möchte ich alle im Sternzeichen Stiergeborenen begrüßen. Wir werden gleich gemeinsam in die KW 16 schauen, einmal zum Thema Liebe, Beruf und in die allgemeinen Energien. Denkt bitte dran, dass ich immer aus den Augen einer Frau spreche, also wenn ihr als Mann zuschaut, dann dreht euch den Herrn um als Dame oder so, wie es zu eurer Situation einfach passt. Bevor wir aber mit den allgemeinen Themen hier beginnen, möchte ich mal wieder in euer Herz, in eure Seele lauschen. Welche Bedürfnisse, Sehnsüchte da schlummern, beziehungsweise was ihr euch nächste Woche Gutes tun könnt. Und dann lasst uns loslegen für meine lieben Stiere. In der KW 16, was für Bedürfnisse, Sehnsüchte schlummern denn da? Na, in ihrem Herz, in ihrer Seele, welche Botschaft darf ich da überbringen? Eine Karte hätte ich da gerne. Eine Karte für meine lieben Stiere. Was ist denn in ihrem Herzelein, in ihrer Seele so los? Müd. Keine Sehnsüchte, keine Wünsche, keine Bedürfnisse, ganz sicher glaube ich nicht. Da kommt sie doch schon. Eine Botschaft sucht den Weg zu dir. Sei aufmerksam, die geistige Welt will dich berühren. Sehr schöne Karte, nämlich die Aufforderung an euch, nächste Woche etwas genauer hinzuschauen, mal auf euer Bauchgefühl zu hören, auf eure Intuition, vielleicht mal auf Zeichen achten, die von außen kommen könnten, die euch so ein bisschen in der einen oder anderen Situation triggern möchten. Also, genau hinschauen, genau zuhören. Was werden euch denn eventuell für Botschaften überbracht, damit ihr sie nicht verpasst? Denn die Botschaften aus der geistigen Welt sind ja immer etwas, was euch Gutes tun soll. Und es wäre schade, wenn ihr die Zeichen übersehen würdet. Aber wenn man den Tipp hat, dass etwas kommt, ist es ja umso einfacher, sie nicht zu übersehen. Jetzt legen wir los mit der Liebe für die KW 16. Welche Botschaften darf ich meinen lieben Stiergeborenen denn da überbringen? Was ist denn in der Liebe so los nächste Woche? Da hätte ich gerne drei Karten für meine lieben Zuschauer zum Thema Liebe. Na, stürmisch sind sie, wie das Wetter draußen. Drei Karten bitte. In der Liebe, was darf ich berichten? Auf was dürfen sich meine Stiere denn freuen nächste Woche? Das Wetter wird besser, also raus, Leute kennenlernen. Uah. Ganz schön sprunghaft daher. Mal schauen. Zwei Karten. Die zweite kam auch. Und jetzt noch eine, bitte. Eine Karte zum Thema Liebe. Eine Botschaft hätte ich noch gerne, die ich meinen Stieren überbringen darf. So, dann lasst uns mal reinschauen. Wir haben das Haus, wir haben den Baum. Und wir haben das Buch. Super Energien, freut mich schon mal sehr, denn es geht um Stabilität und einen neuen Lebensabschnitt. Und zwar in doppelter Hinsicht. Das Haus steht ja, für unser Zuhause, für unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit, da wo wir uns wohlfühlen. Und der Baum steht für Stabilität, die Wurzeln gehen in die Erde, die Äste und die Blätter nach oben, also steht es auch für Wachstum und aber auch für einen neuen Lebensabschnitt.
Und mit dem Buch, das mit der offenen Seite nach außen geht, sagt mir das, dass ihr ein neues Kapitel, einen neuen Lebensabschnitt betreten werdet im Punkto Liebe, das ins Haus flattert. Also haltet die Augen auf. Vielleicht schickt die geistige Welt euch genau den Menschen, auf den ihr schon die ganze Zeit wartet. Denn es soll ja ein neues Kapitel, ein neuer Lebensabschnitt in eurem Leben geöffnet werden. Bin gespannt. Jetzt noch zu den Tipps und den Ratschlägen von der geistigen Welt zum Thema Liebe. Vielleicht erfahren wir dort noch ein kleines bisschen mehr, was euch erwartet in der nächsten Woche. Aber bis jetzt schon mal schöne Energien, da kommt was auf euch zu, was euer Leben verändern könnte, was Stabiles, also kein One-Night-Stand oder irgend so etwas. Das sind zu viele. Drei Karten hätte ich gerne. Was möchte die geistige Welt euch denn für die nächste Woche mit auf den Weg geben? Für meine lieben Stiere. Eine. Raus, aber wir legen ja kein privates Reading, also unglaublich. Also sie haben ganz viel zu erzählen, nur einzelne Botschaften kommen nicht so gesprungen, aber wir schauen weiter. Eine Karte noch bitte. Okay. So, die Mäuse sind gefallen. Die Mäuse sind ja immer ein Zeichen von Mangel. Also im Thema Liebe zeigt es mir, zeigen mir die Energien, dass da schon ein Mangel geherrscht hat, dass ihr Sehnsucht hattet, dass euer Herz ja nicht gerade so glücklich war und ihr ja, euch nach Liebe, Zärtlichkeit, Geborgenheit gesehnt habt. Aber etwas sehr, sehr Schönes, denn das Klee ist gefallen. Und das Klee bedeutet ja Glück und aber auch Schnelligkeit, also etwas Schnelles kommt da an, etwas Schnelles, Glückliches, denn der Klee hat Blüten und Blüten bedeutet auch immer Wachstum. Und wir haben wieder eine Aufbruchskarte. Die Eulen bedeuten einerseits zwar auch Aufregung, aber die Aufregung kann ja positiv sein, wenn etwas Schönes einen ereignet, aber auch ein Umbruch im Leben. Und diesen Umbruch haben wir ja zweimal hier liegen, denn mit dem Buch ein neues Kapitel wird aufgeschlagen und den Umbruch mit den Eulen, einen glücklichen Umbruch, hier einen stabilen Lebensabschnitt, hier einen glücklichen Umbruch, was mir sagt, hey, macht euch keine Sorgen, das Universum sagt euch, dieser Mangel, den ihr jetzt gerade noch empfinden mögt, was euer Herz, was die Liebe betritt, wird sich wandeln in Glück und Stabilität. Es wird irgendetwas Neues auf euch zukommen, was schon in der nächsten Woche beginnen könnte. Also von daher super schöne Energien für euch. Auch guckt, die Unterkarte ist der Herr oder für euch Männer die Dame, die in euer Leben treten wird. Super schöne Energien, freut mich, was die Liebe betrifft. Und jetzt gehen wir gleich weiter in den Beruf. Was darf ich denn zum Beruf erzählen, bevor wir da unten noch in die allgemeinen Energien für euch schauen für die kommende Woche? Eine Karte noch für den Beruf für meine Stiere. So, in beruflicher Hinsicht, es kann sein, ihr seid im Studium, in der Lehre oder möchtet ein Seminar besuchen, also alles, was so das Arbeitsumfeld betrifft, ist es tatsächlich an der Zeit,
mit Entschlossenheit etwas anzugehen, was ihr schon länger im Kopf habt. Ihr kennt die Richtung schon, denn der Kompass ist gefallen, also es ist nichts, was euch plötzlich in den Sinn kommt, sondern was schon länger in euch schlummert, eine berufliche Veränderung, eine Weiterbildung, ein Seminar etc., sollt ihr jetzt angehen. Denn der Schlüssel bedeutet einmal die Entschlossenheit, aber auch der Schlüssel schließt bekanntlich ja etwas auf. Was bedeutet, geht es an? Ja, die nächste Woche ist super dafür geeignet. Im Gegenteil, die Uhr sagt, es ist 11:55 durchzustarten. Und das Ziel im Beruf, was ihr ja auf dem Kompass habt, endlich anzugehen, die ersten Schritte einzuleiten. Dafür sind die Energien nächste Woche super, super gut. Und jetzt auch für den Beruf. Welche Tipps, Ratschläge hat das Universum zum Thema Beruf für meine lieben Stiere? Was darf ich da denn Schönes erzählen? Hätte ich auch gerne drei Karten. Drei Karten. Was möchtet ihr meinen lieben Stieren denn beruflich nächste Woche noch auf den Weg geben? Ja. Noch zwei bitte. Super, super gut. Also der Mond ist gefallen. Der Mond steht ja auch für Träume, für Sehnsüchte, aber auch für viel Denken. Ja? Also es gibt ein Thema, da denkt ihr schon länger drüber nach. Das ist zwar ein Wunsch von euch, aber ihr hadert da, ihr denkt da. Denn der Mond löst auch gewisse Ängste aus. Und die geistige Welt sagt euch aber hier, die Würfel sind gefallen. Der Ring in Bezug auf den Beruf, die Dinge laufen rund, es kann zu einer zu einem Vertragsabschluss kommen. Riskiert mal etwas, sagt die geistige Welt euch, denn es wird gut laufen, die Dinge laufen rund. Ihr könnt eure Ängste beiseite legen und euren Wünschen, euren Träumen folgen. Hier haben wir ja das Gleiche, es ist an der Zeit, ihr wisst, was zu tun ist, geht es an. Und hier nochmal den Tipp für den Beruf, für die Weiterbildung etc. Riskiert es, es wird gut, legt eure Ängste beiseite und geht voll los. Das soweit im Beruf und jetzt möchten wir noch in die allgemeinen Energien für die nächste Woche für euch schauen. Was ich da noch überbringen darf, drei Karten noch bitte zu den allgemeinen Energien für meine lieben Stiere. Das sind sie. Gott. Wow, 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 wow. Mega, gefällt mir, super gut. Schaut mal dahin. Eine Personenkarte ist gefallen und die Liebe und die Treppe, was zeigt, es geht auf die nächste Stufe. Etwas im Thema Liebe geht voran. Endlich, da oben heißt es ja schon, eure Sehnsucht, den Mangel, den ihr empfindet im Punkto Liebe, geht vorbei. Es wendet sich glücklichen Zeiten zu, mit Aufregung, Umbruch. Hier haben wir einen neuen Lebensabschnitt, neues Kapitel wird aufgeschlagen und hier die Liebe und der nächste Schritt in etwas Festeres auf die nächste Ebene mit eurem Wunschpartner, Herzensmensch oder der Mensch, der euch eventuell nächste Woche begegnen wird. Unglaublich schöne Energien, macht mir richtig, richtig Freude und richtig Spaß, freut mich für euch. Und jetzt möchte ich noch schauen in die Tipps und Ratschläge vom Universum in den allgemeinen Energien. Was darf ich da noch Schönes
berichten oder worauf sollt ihr achten, ist auch gut möglich. Drei Karten noch, drei Botschaften, drei Tipps von der geistigen Welt für meine lieben Stiere. Noch zwei. Noch zwei Botschaften, bitte. Dankeschön. Es sind vier, nehmen wir. So, ganz anderes Thema sehe ich hier. Es ist gut möglich, dass ihr in einer Freundschaft einen Streit hattet. Vielleicht habt ihr auch eine Freundschaft beendet. Ihr habt gerade Funkstille mit einem Freund. Aber hier liegt der Hund, also Freundschaft und der Brief und die Brücke. Also jemand wird versuchen, über eine Nachricht eine Brücke zu bauen, um die Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Oder eine Entschuldigung flattert ins Haus bei irgendeiner Sache, die ihr mit einem Freund, mit einem Bekannten ausgetragen habt. Da möchte sich jemand entschuldigen, da möchte jemand die Freundschaft erneuern, wieder eine Brücke bauen zu euch zurück. Und die geistige Welt sagt im Grunde genommen, ja, nehmt das an, weil die Brücke liegt hier, nehmt das an, sprecht nochmal drüber. Ich denke auch, diese Freundschaft war euch sicherlich wichtig. Vielleicht gab es Missverständnisse, Ärger, Streit, irgendwelche Dinge, die ihr besprechen sollt, um diese Freundschaft wieder ins Leben zurückzuholen, aufzufrischen, ja, das Alte geschehen zu lassen. Nee, nicht geschehen zu lassen, hinter euch zu lassen. So. Also für euch, für die nächste Woche wirklich wunderschöne Energien, gerade, dass die Liebe noch gefallen ist und dass es ja, vorangeht. Das finde ich mega. Jetzt schauen wir noch, welcher Engel euch die nächste Woche noch begleitet auf eurem Weg. Welcher Engel begleitet meine lieben Stiere die nächste Woche? Das sind zu viele, drei sind zu viele. Eine Karte hätte ich da gerne. Engel des Innehaltens, gönne dir eine Auszeit, du brauchst jetzt viel Ruhe. Ich muss kurz reinfühlen, gib mir eine Sekunde. Ja, ich denke, ihr braucht Ruhe, ihr braucht eine kleine Auszeit, um das in eurem Kopf auch zu sortieren, denn wir haben ja hier im Beruflichen etwas, wo es an der Zeit ist, Veränderungen einzuläuten, wo ihr das Risiko endlich eingehen sollt. Wir haben hier in der Liebe etwas, das auf euch zukommt, also nächste Woche viel, viel Veränderung hier, jemand, der sich bei euch entschuldigen möchte, also es kommt einiges auf euch zu und nichtsdestotrotz sagen die Engel, legt abends die Füße hoch, schaltet ab, das werdet ihr benötigen bei den Veränderungen, die auf euch zukommen. Aber es sind ja eigentlich durchaus nicht eigentlich, es sind alles positive Veränderungen. Also kann man abends auch mal die Füße mit einem Grinsen im Gesicht hochlegen und sich darüber freuen, was alles so passiert ist. Ich hoffe, die Legung hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch von euch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in den nächsten Wochen bei euch weitergeht, drückt das Abo-Glöckchen, kostet euch nichts, dann verpasst ihr keine meiner Legungen mehr und wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch viel, viel Spaß nächste Woche und von meiner Seite ganz viel Licht und Liebe an euch. Bis bald.